Grüß Gott, nachdem wir uns vor 3 Wochen als erstes Märchen mit Brüderchen und Schwesterchen beschäftigt haben, gehen wir heute eine Stufe weiter in die Tiefe und beschäftigen uns mit dem Märchen Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack. Am Ende kommen wir auf die Frage auch der politischen Relevanz dieses Märchens zurück und warum es noch eine Stufe weiter in die Tiefe geht als Brüderchen und Schwesterchen. Wie immer ist dies meine Interpretation und meine Sicht auf die Dinge. Interpretationen sind niemals die Wahrheit an sich. Es kann sehr wohl andere völlig schlüssige Interpretationen geben. Und ich hoffe, diese Interpretation hier inspiriert euch. Wir arbeiten während der Interpretation mit knappen Zusammenfassungen des Märcheninhalts und gehen dann jeweils zur Interpretation über. Also immer im Wechsel. Ein Schneider hat 3 Söhne und eine Ziege, die die ganze Familie mit ihrer Milch ernährt. Die Ziege wird an 3 Tagen nacheinander von den Söhnen gehütet, bis sie sich satt gegessen hat. Nach der Heimkehr sagt die Ziege dem Vater jeweils, dass sie gar nichts zu fressen hatte. Der Vater ist jeweils so erbost über seine Söhne, dass er sie alle 3 davonjagt. Die Söhne ziehen in die Welt und erlernen jeweils ein Handwerk. Der Älteste wird Schreiner, der 2. Müller und der 3. Drechsler. In den ersten Sätzen eines Märchens gibt es für gewöhnlich einen eindeutigen Hinweis, um welches tiefere spirituelle Thema es in dem Märchen geht. In diesem Fall gibt die Ziege das Thema vor. Die Ziege hat eine zweifache Bedeutung. Zum einen symbolisiert sie mit ihrer Milch die Versorgerin der Familie. Und das ist der Hinweis, dass es hier wie beim Märchen vom Brüderchen und Schwesterchen um ein Thema unseres Energiekörpers geht. Die Beziehung der Familie zur Ziege zeigt nun, dass sie den Bereich unseres Austauschgefühls symbolisiert, den 2. Funktionsbereich der menschlichen Psyche. Die Familie gibt der Ziege zu fressen und die Ziege gibt der Familie ihre Milch zum Leben zurück. Es geht also um unser Gefühl, was wir vom Leben für das bekommen, was wir geben. Die 2. speziellere Bedeutung der Ziege besprechen wir unten nach der Klärung der Bedeutung der anderen Symbole. Der Schneider ist ein Symbol für den menschlichen Verstand. Genau wie unser Verstand nimmt der Schneider die Dinge erst auseinander und fügt sie dann so zusammen, dass es für ihn passt oder bis es für ihn passt. So wie wir in den Kleidern leben, die ein Schneider angefertigt hat, so leben wir in genau der Realität, die sich unser Verstand zurechtgebastelt hat. Die Söhne des Schneiders symbolisieren nun 3 Aspekte des menschlichen Verstands. Diese Aspekte werden von den 3 Berufen näher definiert, die die Söhne später ergreifen. Die Dreiteilung verweist an dieser Stelle, so wie meistens, auch auf die Dreiteilung in den Bewusstseinskörpern des Menschen. Jedem Bewusstseinskörper gibt es einen Erschaffenden, einen Bewahrenden und einen auflösenden Aspekt. Der älteste Sohn wird zum Schreiner. Ein Schreiner arbeitet mit Holz. Holz wächst aus einer kleinen Pflanze heraus und symbolisiert damit den Anfang und den Frühling. Im Kontext des Märchens symbolisiert der Schreiner damit den erschaffenden Aspekt der menschlichen Psyche, den Aspekt unserer Psyche, durch den wir uns im Leben gut versorgt fühlen. Der 2. Sohn wird zum Müller. Ein Müller mahlt das Korn, aus dem Brot und andere Nahrungsmittel gebacken werden. Brot ist ein Symbol für Wärme und Energie. Ein Müller symbolisiert also den Aspekt unserer Psyche, der uns mit Energie versorgt und dadurch unser Leben erhält und in Gang hält.
Es geht bei Müller also um den bewahrenden Aspekt der menschlichen Psyche. Der dritte Sohn wird zum Drechsler. Ein Drechsler entfernt alle Aspekte und Elemente eines Rohstoffs, die entfernt werden müssen, um eine perfekte Form zu erlangen. Damit symbolisiert der Drechsler also den reinigenden Aspekt unserer Psyche, mit dem wir die Unreinheiten in unserem Geist und die falschen Vorstellungen von uns selbst beseitigen. Der Drechsler symbolisiert also den auflösenden Aspekt der menschlichen Psyche. Man könnte auch sagen, den Aspekt, der unser Ego, unsere Ego-Illusionen und falschen Vorstellungen auflöst. Kommen wir damit zur zweiten und spezielleren Bedeutung der Ziege. Wir haben oben gesehen, dass die Ziege ein Symbol für den zweiten Funktionsbereich unserer Psyche, unser Austauschempfinden ist. Die negative Ausprägung in diesem Funktionsbereich ist unsere Unzufriedenheit im Leben über das, was wir im Austausch für das, was wir geben, zurückbekommen. Der negative, meckernde Aspekt der Ziege ist also auch das Symbol für unsere Unzufriedenheit über das, was wir von anderen oder vom Leben bekommen. Somit symbolisiert die Ziege die Unzufriedenheit. Unser Ego verarbeitet Unzufriedenheit zu Wünschen, Ansprüchen, Erwartungen bis zu Habgier und Begierden, die in ihrer Rückwirkung jeweils unsere grundlegende Unzufriedenheit weiter verstärken. Die drei Brüder symbolisieren durch ihre Tätigkeit zu versuchen, die Bedürfnisse der Ziege zu erfüllen, zunächst die normale Strategie in unserem Bemühen, Zufriedenheit zu erlangen, indem wir uns unsere materiellen und anderen Wünsche im Leben erfüllen. Das Erfüllen von Wünschen macht aber immer nur für kurze Zeit zufrieden und glücklich. Nach einiger Zeit setzt stets wieder eine leere Unerfülltheit und Unzufriedenheit ein. Wir ärgern uns vielleicht sogar über die Zeit und Energie, die wir in die Erfüllung der früheren Wünsche gesteckt haben. Dass der Vater seine Söhne verjagt, symbolisiert unsere Abneigung gegen das, was wir uns früher so gewünscht haben und was uns jetzt so wenig bedeutet, dass es unsere Unzufriedenheit nicht ändern kann. Natürlich beobachtet man vor allem bei kleinen Kindern, wie schnell sie wieder etwas Neues haben wollen, nachdem sie etwas geschenkt bekommen haben. Häufig geraten sie auch in Zorn über sich selbst, dass sie sich vorher etwas anderes gewünscht haben und ihr aktueller Wunsch ihnen daher jetzt nicht erfüllt wird. Aber diese Dynamik wirkt genauso bei uns Erwachsenen. Als der Schneider die unzufriedene Natur seiner Ziege durchschaut, verdrischt er sie. Als er so ganz einsam in seinem Haus sitzt, verfällt er in große Traurigkeit und hätte seine Söhne gerne wieder bei sich gehabt. Aber niemand weiß, niemand kann ihm sagen, wo sie hingeraten sind. Die Erkenntnis, dass die Erfüllung unserer Wünsche uns keine Zufriedenheit im Leben schenkt, führt zur Ernüchterung. Diese Ernüchterung alleine reicht aber noch nicht aus, richtig mit der energieraubenden Natur unserer Wünsche im Leben umzugehen. Sie öffnet aber die Tür für die Selbsterforschung, dass wir selber in uns schauen, wie wir ein zufriedenes, glückliches Leben führen können. Die Ferne der Söhne symbolisiert nun unsere Lernprozesse im Leben, wie wir ein zufriedener Mensch werden können. Der älteste Sohn geht also zu einem Schreiner in die Lehre, lernt fleißig und unverdrossen und bekommt am Ende als Lohn ein unscheinbares Tischlein von gewöhnlichem Holz. Es handelt sich aber um einen Zaubertisch, der ein üppiges Mahl herbeizaubert, wenn man nur Tischlein deck dich sagt.
Der Geselle freut sich und glaubte, für seinen Lebtag ausgesorgt zu haben. Er begab sich fröhlich auf die Reise, kam zu einem Wirtshaus, lud dort die anderen Gäste ein, führte sein Tischlein deck dich vor und alle hatten ein üppiges und köstliches Mahl. In der Nacht vertauschte der Wirt, der eine Begierde nach dem Tischlein deck dich entwickelt hatte, den Zaubertisch gegen einen gewöhnlichen Tisch. Am nächsten Morgen verabschiedet sich der Gesell und reist mit dem falschen Tisch heim zu seinem Vater. Der empfängt ihn voller Freude. Er fragt, was er denn getan hätte. Der Sohn meint, er hätte das Schreinerhandwerk erlernt und zum Dank einen Wünschetisch bekommen. Er lässt die Verwandten einladen, um ihn vorzuführen. Zur Enttäuschung aller kann der Tisch aber nicht zaubern und der Geselle muss sich seinen Lebensunterhalt wie zuvor verdienen. Das Tischlein deck dich symbolisiert den erschaffenden Aspekt unseres Energiekörpers, wie wir gesehen haben, also unsere Fähigkeit, uns mit allem im Leben so zu versorgen, dass wir uns auch gut versorgt fühlen. Als Strategie gegenüber der räuberischen Natur unserer Unzufriedenheit und unserer Wünsche ist die Fähigkeit, uns mit allem zu versorgen, was wir uns wünschen, jedoch ungeeignet. Je mehr wir unsere Wünsche erfüllen können, desto unzufriedener werden wir am Ende. Und diese Unzufriedenheit brennt uns am Ende so aus, dass wir auch die Fähigkeit verlieren, durch die Erfüllung unserer Wünsche auch nur die geringste Zufriedenheit zu erlangen. Wir sind dann chronisch und wie unheilbar unzufrieden. Solange wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, in der Außenwelt zu erwerben, was wir haben wollen, können wir keine Zufriedenheit im Leben erlangen. Unsere Fähigkeit, uns immer reichlich mit allem zu versorgen, was wir haben wollen, kann den Dieb, der unsere Wünsche symbolisiert, die uns unsere Zufriedenheit berauben, also nicht stoppen, sondern führt uns als Lösungsstrategie immer weiter in die Unzufriedenheit. Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Nach der Lehre bekommt er vom Müller einen Goldesel geschenkt. Auf das Wort Bricklebrit hin speit er hinten und vorne Goldstücke aus. Auch der zweite Sohn geht mit diesem Lohn fröhlich auf Reisen, kommt zu dem Wirtshaus, macht vom Goldesel heimlich Gebrauch, wird dabei aber vom Wirt beobachtet. Daher tauscht der Wirt, dessen Begierde wieder geweckt war, den Esel in der Nacht gegen einen gewöhnlichen Esel aus. Auch der zweite Sohn kommt zum Vater nach Hause, erzählt diesem, was er erlernt hat und dass er zum Dank einen Goldesel bekommen hat. Auch für das Vorführen des Goldesels werden die Verwandten eingeladen. Auch der Esel erweist sich als nutzlos natürlich. Auch der zweite Sohn steht als Lügner da, als Angeber, der Falsches versprochen hat und muss als Geselle arbeiten gehen, sich seinen Lebensunterhalt wieder zu verdienen. Ein Esel symbolisiert die materielle Welt und den physischen Körper des Menschen. Gold symbolisiert unsere aus sich selbst heraus leuchtenden spirituellen Werte und Tugenden. Wenn wir uns darum bemühen, spirituelle Tugenden zu entwickeln, während unsere Wünsche und Begierden weiter bestehen, so werden diese Wünsche und Begierden uns dennoch in dem Maße unzufrieden machen, indem wir diesen Wünschen und Begierden nachgehen. Wenn wir die diebische Natur unserer Wünsche nicht in den Griff bekommen, dann berauben wir uns am Ende auch der spirituellen Tugenden, die zu entwickeln wir uns bemühen. Auch das Entwickeln spiritueller Tugenden alleine ist also ungeeignet, uns von der diebischen Natur
unserer Wünsche zu befreien und in unserem Leben Zufriedenheit zu erlangen. Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen und weil es ein sehr kunstreiches Handwerk ist, musste er am längsten lernen. Seine Brüder aber meldeten ihm in einem Briefe, wie es ihnen ergangen wäre und wie sie der Wirt noch am letzten Tag um ihre schönen Wünschdinge gebracht hatte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohl gehalten hatte, einen Sack mit einem Knüppel darin. Wenn jemand dem Drechsler etwas zuleide tut, so muss er nur Knüppel aus dem Sack rufen, dann springt der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so auf dem Rücken herum, dass sie sich tagelang nicht regen und nicht bewegen können. Und der Knüppel hört erst auf die Leute einzudrechen, wenn er sagt, Knüppel in den Sack. So kommt auch der Drechslergesell zum Wirtshaus des diebischen Wirts. Er erzählt dem Wirt, das ist vielleicht sowas wie ein Tischlein deck dich oder ein Goldesel und dergleichen guter Dinge geben mag, die aber alle nichts gegen den Schatz sein, den er sich erworben habe und in seinem Sack mit sich führe. Der Wirt glaubt, der Sack sei bestimmt voller Edelsteine und will ihn in der Nacht stehlen. Der Gesell hatte sich den Sack unter den Kopf getan zum Schlafen. Als der Wirt versucht, ihn wegzuziehen, wacht der Gesell auf und ruft Knüppel aus dem Sack. Der Knüppel fährt heraus, rückt dem Wirt auf den Leib und prügelt ihn ordentlich durch. Der Wirt schreit um Erbarmen, aber je lauter er schreit, desto kräftiger schlägt der Knüppel auf seinen Rücken, bis er endlich völlig erschöpft zur Erde fällt. Der Drechsler fordert das Tischlein deck dich und den Goldesel zurück und will den Wirt erst in Ruhe lassen, wenn er diese wieder herausgerückt hat. Und der rückt sein Diebesgut nun gerne wieder heraus, nur um seine Ruhe zu haben. So nimmt der Drechslergeselle die gestohlenen Sachen seiner Brüder wieder zurück und lässt den Knüppel wieder im Sack verschwinden und ruhen. Am nächsten Morgen zieht er mit dem Tischlein deck dich und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der Schneider freut sich sehr, als er ihn wieder sah und fragt ihn auch, was er in der Fremde gelernt hätte. Er sagt, dass er ein Drechsler geworden ist. Auf die Frage, was er von der Wanderschaft denn mitgebracht hat, antwortete er, einen Knüppel in dem Sack. Da wundert sich der Vater, weil sich ein Knüppel von jedem Baum abhauen lässt. Der Sohn erklärte dem Vater, was es mit dem Knüppel auf sich hat. Er zeigt dem Vater das Tischlein deck dich und den Goldesel, die er dank des Knüppels wieder herbeigeschafft hat. Die beiden Brüder werden gerufen, die Verwandten werden erneut eingeladen, obwohl der alte Schneider sehr skeptisch ist und sich natürlich nicht schon wieder blamieren will. Der Drechsler deckt ein Tuch in die Stube, führt den Goldesel herein und fordert seinen ältesten Bruder auf, zum Esel zu sprechen. Auf das Bricklebrett hin springen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen und der Esel hört nicht eher auf, als bis alle sich so viel Gold in die Taschen gestopft haben, dass sie nicht noch mehr tragen konnten. Dann holt der Drechsler das Tischlein und lässt den zweiten Bruder mit ihm sprechen. Und kaum hat der Schreiner Tischlein deck dich gesagt, so ist es gedeckt und mit den schönsten Schüsseln reichlich besetzt. Da wird eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine in seinem Leben, in seinem Hause je erlebt hat. Und die ganze Verwandtschaft bleibt zusammen bis in die Nacht und alle sind lustig und vergnügt und essen sich so richtig satt. Der Schneider
verschließt Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einem Schrank und lebt mit seinen drei Söhnen in Freude und in Herrlichkeit. Die Lösung gegenüber unserer Unzufriedenheit und den daraus resultierenden Wünschen, Ansprüchen, Erwartungen und Begierden besteht im Verzicht gegenüber ihrer Erfüllung. Der Knüppel aus dem Sack symbolisiert den rigorosen Verzicht auf alle die Wünsche, die uns nur unserer Energie und Tugenden berauben würden, wenn wir uns zum Diener unserer Wünsche machen und unsere Wünsche zu unserem Meister machen würden, der uns befehlen kann. Unsere Wünsche sind die Diebe in der Nacht. Der Verzicht ist wie ein Knüppel, den wir gegen diese Diebe richten, wenn sie uns belästigen. Er symbolisiert die Entschiedenheit, mit der wir unseren Wünschen nicht nachgeben. Verzicht ist wie die Rückbesinnung darauf, dass wir alles, was wir zum Glücklichsein brauchen, in uns, in unserer eigenen Seele tragen. Tatsächlich ist Glück ein Teil unseres Wesens, der verdorrt, wenn wir versuchen, Glück durch äußere Dinge zu erlangen. Dass der Knüppel aus dem Sack auch das Tischlein deck dich und den Goldesel zurückgewinnt, bedeutet dann Folgendes. Mit dem Verzicht kommt die äußere und innere Fülle, die wir durch das Verfolgen unserer Wünsche verlieren, zu uns zurück. Durch die Verankerung in einem Leben im Verzicht, wenn wir dem Leben nicht mehr hinterherjagen, um Glück aus dem Leben herauszuquetschen, kommt das Leben dann zu uns. Durch Verzicht können wir die Fähigkeit, grundlos glücklich zu sein, in uns aktivieren und zum Erblühen bringen. Wenn wir fest in der Fähigkeit zum Verzicht verankert sind, können wir dann auch ohne unzufrieden zu werden, in materiellem Wohlstand leben und unsere spirituellen Tugenden entfalten. Nur durch Verzicht können wir die Unsterblichkeit unseres inneren Selbst zur gefühlten Realität verwirklichen. Wenn wir unsere Wünsche ausufern lassen, brennen wir aus und fühlen uns mit unserem Leben, gemessen an unseren Wünschen, wie ein Bettler. Wenn wir unsere Wünsche kontrollieren und minimieren, fühlen wir uns mit dem, was das Leben uns dann schenkt, wie ein König. Durch Verzicht erlangen wir alles, was einen wahren Wert hat. Und das ist der unbezahlbare Wert des Verzichts. Kommen wir jetzt also auf die Frage zurück, warum dieses Märchen noch eine Stufe weiter in die Tiefe geht. Brüderchen und Schwesterchen zeigt uns, wie wir gewaltlos für eine bessere Welt eintreten und uns dabei wie ein Tiger oder ein Wolf zu benehmen, der sich das Gewünschte raubt, oder wie ein Reh, das sich alles gefallen und herumschubsen lässt. Das Ganze ist komplexer und schwieriger zu erlernen, aber das Tischlein deck dich geht tiefer. Die Situation, dass eine immer stärker und feindseliger werdende Konkurrenz um finanzielle und andere Ressourcen entsteht, kommt erst dadurch zustande, dass kollektiv die Forderungen, Ansprüche und Erwartungen immer mehr zunehmen. Je mehr wir für uns wollen, desto mehr kommen wir in Konflikt mit jenen, die auch immer mehr für sich wollen. Dadurch, dass wir vom Leben mehr nehmen wollen, als wir zurückgeben, entstehen die meisten Konflikte. Die Haltung, mehr nehmen als geben zu wollen, programmiert Konflikte. Und sie hat auch zu unserem Zinsgeldsystem geführt, das sogar noch mehr Konflikte programmiert, weil es diese Geisteseinstellung bedient. Alle diese Konflikte werden letztlich durch unsere Wünsche und Erwartungen im Leben angefeuert. Die sind das Feuer. Während auf der Gemeinschaftsebene für die Lösung unserer Konflikte, also das gewaltlose Eintreten für unsere Rechte und Bedürfnisse benötigt wird, um die Benachteiligungsgefühle und resultierenden Feindseligkeiten im kollektiven Bewusstsein zu mindern,
können wir in hohem Maße den Druck und den Dampf aus diesem explosiven Kessel herausnehmen, indem wir kollektiv lernen, zu verzichten, mit weniger zufrieden zu sein und damit automatisch auch mehr auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht zu nehmen. Das ist also der hohe Wert, den der Verzicht gegenüber unseren eigenen Wünschen, Ansprüchen und Erwartungen nicht nur für unsere eigene Zufriedenheit im Leben, sondern damit automatisch auch für den Frieden in der Gesellschaft hat. Der Knüppel aus dem Sack symbolisiert also keine Selbstkasteiung, sondern eine entschlossene Befreiung von unseren Wünschen, zu deren Sklaven wir uns nicht mehr machen, also Wünsche und Süchte auch, sodass wir uns die Gemeinschaft um uns, dass wir und die Gemeinschaft um uns herum frei werden. In der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit dem nächsten Märchen. Da wird es dann um das Aschenputtel gehen. Das Aschenputtel geht von seiner spirituellen Bedeutung her noch eine weitere Stufe tiefer als das Tischlein deck dich. Wir dürfen also gespannt sein. Das war's wieder für heute. Denkt immer daran, wir können in der Welt nur erschaffen, was in uns ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, muss in unserem Geist Frieden sein. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Interpretation haltet. Schreibt mir auch gerne, ob es Märchen gibt, deren Interpretation ihr euch wünscht. Klickt auf Gefällt mir, abonniert meine Videos und verbreitet sie. Bis zum nächsten Mal.